Hallihallöche, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu The Crew Motorfest. So, wir sind schon mitten im Rennen, habe ich ja in der letzten Folge hier abgebrochen. Oh, und ich musste ganz dringend pinkeln, oh, zum Glück. So, aber jetzt fetzen wir los. Enter. Nein, Hilfe. Ah, ich bin im falschen... Aufnahme läuft noch. Ja, okay. Ich bin im falschen Display gewesen. Auf dem falschen Bildschirm. So, jetzt aber. Spiel fortsetzen. Und Feuer. So, diesmal müssen wir Humor schlagen. Partnering with Motorfest comes with some pretty sweet perks. Check out these two spaceships they lent us. I think we can all agree, this Koenigsegg is fast. Oh. Der ist auch... Hä, warum? Oh, ich bin voll langsam. Moment mal, kann ich... Na, shit. Zu spät. This car is too fast. You are a psychopath. I love you. Ich muss schneller reagieren, um zurückzuspulen. Aber der ist auch in die Leitplanke geknallt und war viel schneller wieder raus. I believe you slightly scratched the paint. Naja. Ja, im Endeffekt war es ja egal, ob jetzt Bugatti oder der Koenigsegg gewonnen hat. Aber das kratzt an meiner Ehre. Oha, das aber auch. Zurück, zurück. Ja. Als wäre es gar nicht passiert. Genau. Es ist nie vorgefallen. After the docks, how about a little tour of the countryside? Ja, lieber mehr runterbremsen. Ist immer noch schneller als in die Leitplanke einschlagen. This is a really nice neighborhood. Pretty sure you're ruining the property values though. Ah, nein, oh Mann. Oh, die Karre ist einfach viel zu schnell für mich. So schnell, ich bin alt, Leute. Ich bin 38 fast schon. Ich werde in ein paar Monaten 38. Das ist nichts mehr für mich. Ich habe keine so eine schnelle Reaktion mehr für solche Pisten hier. Um Gottes Willen. Vor allem, ich vergucke mich oft auf der Karte und dann geht es gar nicht mehr. Bis ich wieder hochgucke, was ich aktuell fahre, dann, boah. Look, we can all agree that you guys are destroying the previous downtown speed record, but which car's gonna set the new record? The suspense is killing me. Nah. I gotta sit down. Okay, 83%. Wenn er es jetzt wieder macht, was er wahrscheinlich machen wird. 350 kilometers per hour in the city? I don't know, that's gotta be at least 100 miles an hour. Oha. Ja, jetzt ist er egal. Na, genießen wir die Fahrt. Dann hat halt der Bugatti gewonnen. So ist es dann halt. Viel zu schnell die Piste. Alter. In einer Palme geparkt, das habe ich jetzt auch noch nie geschafft. The Bugatti sent to VHA is the fastest spaceship this time, but following your Koenigsegg gave me some really great pictures for our show. Again, not in a weird way. Ja, ja. Offensichtlich kommst du langsam in Schwierigkeiten. Wir machen es nicht. Nein. Ist okay, noch ist es okay. Wir haben beide gewonnen, glaube ich. Ja, weiß ich nicht.
Naja. Glückwunsch! Dann mal weiter zur nächsten. Das nächste Ziel? Diamond Head. Los geht's! Okay, was ist das? Ist keine Zeit zum Surfen. Wir driften. Okay, driften kann ich auch nicht. Aber driften macht Spaß. Ich darf dir nur einen Hinweis geben. Du fährst eins von James' Lieblingsgefährten. Ja. Wo ist es denn? Hier. So. Was haben wir denn hier? Ein Mitsubishi. Wo steht's denn hier? Ein Lancer Evo X. Aha. Naja, gut. Hab gehört, der hat eine stabile Hinterachse. Na, schauen wir mal. Was der so. Now is your chance to get sideways, muchacho. You'll be drifting this Mitsubishi Lancer Evo X up and down the corkscrew. The only one you're competing in this challenge against is yourself. Just like in life. Can you get all steezy with your slide? And how long can you maintain your drift? Also wenn es den YouTuber in echt gibt und der ist in echt auch so. Tut mir seine Abonnenten leid. Hä? Alles egal, wo ich fahre oder wie. This is gonna make a dope video. You should subscribe to Donut Media. I'm serious. Go do it. Ich bin überfordert. Can you drift as long as the Kentucky Cobra? I gotta know! Okay, das ist cool hier hoch. Man darf es nicht versauen. Lancer Evo, my friend said it was the fastest car that he's ever driven. What's up, Dan? I bet you never thought you'd be in a video game. Ich muss 600.000 Punkte erreichen. This place is amazing. It's like a playground for drifters. You know, that's what they say. And now you're a certified drifter. Hä? Na Blödsinn. Nix da. Nein, nein, nein. Nochmal. Also, pff. Hä? Warum haben wir gewonnen? Nein, ich werde nicht. Can you drift as long as the Kentucky Cobra? I gotta know! Mist, ich muss schneller werden. Mit dem Lenkrad ist das bestimmt sehr viel einfacher als mit den Pfeiltasten. Lancer Evo, my friend said it was the fastest car that he's ever driven. What's up, Dan? I bet you never thought you'd be in a video game. Oh, runter ist schon besser. This place is amazing. It's like a playground for drifters. Ja, das schon, ja. You know, that's what they say about Los Angeles these days. Oha, schier kaputt gemacht. Game on! Go drift, my friend! Go drift to your heart's content! Ja, das war schon besser.
97.000, okay, weit weg von 600.000, also oha. Aber ich bin halt kein Drifter. Ist okay, reicht für mich. Ich bin kein Rennfahrer, ich bin kein Drifter. Mann, was bin ich denn überhaupt? Naja, Spieler, Zocker. Und jetzt auf zum nächsten Event. YouTuber, der nicht ganz so nervig ist wie er. Unglaublichen Spaß. Aber für die echte Herausforderung ist das Tempo nicht entscheidend. Sondern? Boing. Wo geht's lang? Ah, hier. Okay. Oha, sind da aber viele unterwegs. Also, du musst zum Flughafen von Honolulu und dort auf die Rollbahn, um es herauszufinden. Ach. Diesmal erwartet dich das Team mit einer ganz anderen Art von Auto. Einem leistungsstarken Pickup von Ford, dem F-150 Raptor. Hä, auf dem Flugplatz? Warum das denn? Ich dachte jetzt gerade, jetzt müssen wir wieder fliegen. Fahren wir hier durch. Oh. Oh, wo kommen die denn alle her? Ach, fahren die dieses Rennen? Boah, wo muss ich hin? Hier lang, klar. Boah. Haben die dieses Rennen gefahren, was ich aber schon gefahren habe? Ist ja cool. Da. Also, heute fahre ich irgendwie einen Scheiß zusammen. Du bist gleich da, also sammle dich. Du musst konzentriert und geschickt sein. Ich will kein Chinatown Slalom machen. Was ist das? Raptor? Delhi Kaki? Ich guck gerade, ob ich irgendwo sehe, was das. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Berühre nicht die Piloten. So we know you're a capable driver. What if you don't have any brakes? You'll be driving this Ford Raptor SVT, and I say driving, but you're stuck in cruise control, and you cannot use your brakes. Was? Oh. And did I mention every lap you get faster? So how clean can you drive when slowing down isn't an option? Okay, das ist ja cool. Das heißt, ich muss gar nicht Gas geben. Everyone's going the same speed. That's right. Your cruise control is locked and you've got to weave through a whole bunch of cones. But don't even think about touching them. Ist ja cool, das Event. Das ist geil. This is simple. Each cone that you touch gets you a penalty. Make a perfect lap and you get a big old bonus. Ach so, also ich sollte. Imagine each cone. Is the cutest, buffest horse you've ever seen. You wouldn't run over a horse, would you? Nay, sir. Nay. Well, I guess that's one lap. Good job. Oh, jetzt hat er aber gut beschleunigt. Auf 80. I don't know if your robot assistant told you, but I may have forgotten to install the brakes. Alter, hör doch mal auf. 8 Stück Blatt gemäht. Und ich dachte gerade noch, warum holt der so arg aus? Also genau nicht. Boah. I've got your bomb on speed dial, so you better keep your driving clean and tight. Boah, das kannst du vergessen. Clean
Das so ein Blödsinn, das geht gar nicht. Ich bin genauso gefahren wie der. Und der ist viel besser um die Kurve rumgekommen. Do not touch the cones. Alter. Oh, I'm sorry. Is this truck too big for you? You want a widow baby car to make it easier? Well, too bad. Hallo, ich schlag voll ein. Clever girl. Get it? Get it like in the movie? Ja, ja. Jetzt voll eingeschlagen. Okay, hier rechts. Ja, seid ihr bescheuert? You know you're supposed to avoid the cones, right? Kannst du auch vergessen. Wie soll das funktionieren? Das geht gar nicht. Man kann gar nicht so arg lenken. Das ist Blödsinn. The Raptor is out of the park. Hm. 53 Hütchen platt gefahren. Naja, egal. Gewonnen ist gewonnen. Passt schon. So ein krankes Ding. Naja. Sehr gut. Aber zum nächsten. Die Reise ist noch nicht vorbei. Diese bunte Playlist geht ihrem Ende entgegen. Ich bin gespannt, was die Donut Crew aus den unglaublichen Szenen macht, die sie mit dir gedreht haben. Nein. Das war ja lustig gerade. Nein, ich will keinen Sound noch. Weg. Na, ja, wo fahr ich hin? Wo geht's dann? Hier. Schon ein. Doch vorher haben sie noch eine Herausforderung für dich. Ja. Ein letztes Kräftemessen. Ein kleines, unverfälschtes Straßenrennen mit zwei Autos, die das berühmte deutsche Know-how verkörpern. Oha. Mist, ich habe schon wieder zu viel verraten. Du einfach so, als hättest du nichts gehört, ja? Berühmtes deutsches Know-how. Ha. Der Ferrari. Lustig. Was haben wir denn? Ein BMW und was noch? Audi oder BMW? Ah, okay. Ja, BMW dachte ich mir schon. Aber ich hätte jetzt gedacht, Mercedes BMW. You can't say enough good things about German engineering. I've tried. In this final face-off, two powerhouses battle it out in the streets of Honolulu. Audi R8 Spider head to head with BMW M4. Who could ask for anything more? Let's find out once and for all who rules the streets. Mhm. Na dann. Ja, fällt mir einfach die Entscheidung. Audi R8 Spider. Okay, sure, prove me wrong. Ja, ja. Ja, den Start hat er. This is the last event, so make it count. Don't worry, we'll still be friends after. So, ich versuch mal so perfekt wie möglich zu fahren. Dass das nicht unbedingt war.
Oha. Ja, der hat auch die Leitplanke genommen. Und ein paar Bäume. Der mit seinem Not Weird. Watch out, this first ramp is a bit of a doozy. Oha. Stop goofing around. Dumm, Autos können nicht fliegen. Der abgekürzt ist unfair. Ja, ich bin tatsächlich besser rausgekommen. Dang dog, hit up Jules Verne's. We got freaking flying cars over here. Richtig, richtig knappes Ding hier. Saumäßig spannend. German speedsters definitely pack a punch. Hawaiian punch. Is that even from Hawaii? Was? Quatsch mich nicht voll hier. Okay, so weit, so gut. Boah, der Sound im Tunnel ist natürlich bombastisch. Das war knapp. Oha, oha. Hold on to your butts. Alter Schwede, was ein Flug. Wie ein Space Shuttle. Total krank. Wunderbar. Zu viel Schräglage. You're driving to get us the final answer. There can only be one. Ja. Und dieser One wird Audi sein. Das bin ich Audi einfach schuldig. The finish line is coming. Don't mess up. Aber also sowas. Krank. Einfach nur krank. Sehr gut. Und was gibt's als Belohnung? Da wartet noch eine Belohnung auf dich. Das war eine aufregende Fahrt. Aber ohne deine herausragende Leistung wäre es nur halb so unglaublich gewesen. Deshalb wartet beim Container ein besonderes Auto auf dich. Na, will ich auch hoffen. Das Donut-Team hat es für dich ausgesucht. Du willst wissen, welches? Eine atemberaubende Chevrolet Corvette C8 mit einem Twist. Also hol sie dir ab. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Also wenn das in echt so wäre, dass man jedes Mal ein Auto geschenkt kriegt. Und vor allem solche Kisten. Da wäre eBay voll von meinen Autos. Dafür würde ich alle verkaufen, bis auf einen. Oder zwei vielleicht. Ja gut, vielleicht drei. Aber mehr als drei würde ich nicht. Nee. Würde ich lieber die Kohle nehmen. Ganz neue Corvette, so. Eine
Playlist steht bereit. Probieren wir sie aus. Ja, Electric Odyssey. Oh ja, geil. Eine Playlist steht bereit. Probieren wir sie aus. Da habe ich Bock drauf. Donut, ne? You know. Die Luft ist elektrisch geladen. Eine Unruhe, wie sie großen Momenten vorausgeht. Ja. Aus gutem Grund. Du betrittst eine neue Dimension der Autokultur. Die Welt der E-Mobile. Ich vermute, du wirst sehr überrascht sein. Sag ich dazu nur. Da hat sie gedacht, sie kann mich überraschen mit E-Mobilität. Ja, nee. Wenn du einmal in einen Tesla mitgefahren bist, oder beziehungsweise sogar einen Tesla selber gefahren hast, dann bist du e-mobilisiert. Mehr sage ich dazu nicht. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, ob E-Mobilität was Tolles ist, also nicht kompletter E-Mobilitätsverweigerer seid, dann nehmt euch doch einfach mal auf einer Probefahrt ein Elektroauto. Ja, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. So, meine Freunde, da kommen sie alle vorbeigeschossen und wir machen eine Folgenpause und sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Time to Play The Crew Motorfest. Bis dahin, macht's mal gut. Ciao.